Okay. So. Weiter geht's. Wassertempel. Mein Single Rigged war auf 150. Und das ging, hat noch weiter hoch skaliert, also. Ich weiß nicht, ob es ein Ende. Ich weiß nicht, ob es ein Ende da gibt. Aber. Ja. 150 war es am Ende von meinem Zeug. Ja. 2F und. Ach, da hier. Ah ja, da hier kann ich jetzt. Dann müsste ich noch mal ganz runter. Ja, es dauert auf jeden Fall recht lang. Tee. Wo ist es da? Tausend Jahre lang mächtiger als das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, das ist natürlich nicht möglich. Gibt ja nichts Mächtigeres. Moment, mächtiger ist nicht möglich. Ba, ba, ba. Exakt. Daher. Und was will ich, selbst wenn, was will ich denn damit? Was bringt es mir denn, mächtiger zu sein? Ich bin zufrieden, wenn ich einen Computer habe, wenn ich Videospiele habe, wenn ich streamen kann, wenn ich genug Geld habe, damit ich überlebe. Und ja, mehr brauche ich nicht. Macht ist uninteressant für mich. Brauche ich nicht. Quatsch. Keine Sorge zu überleben. Ja, aber. Es wird ja langweilig. Wenn du nicht mal irgendwie was machen musst, damit du überhaupt. Weißt, dann kannst du den ganzen Tag einfach nur rumsitzen und nichts machen und ne. Ist ja langweilig. Eine gewisse Herausforderung im Leben. Ist schon ganz, ganz, ganz gesund. Ansonsten stellst du dir irgendwann die Frage, wozu mache ich denn überhaupt noch Sachen? Wenn es mir eh nichts wirklich bringt oder so. Wenn ich es eh schon hab. Hm.
Blödsinn. F Norden. Noch faul und zocken. Ah ja. Ich war jetzt ein Dreivierteljahr nur daheim, arbeitslos, arbeitssuchend. Nicht schön. Nicht schön. Wenn du halt wirklich, ja, weiß nicht. Auf Dauer ist nicht so toll. Okay, endlich. Business macht. Ja, aber stimmt schon. Wissen ist natürlich schon nicht schlecht zu haben. Stimmt auch wieder. Das kann ich verstehen. Ist ja nicht schlimm. Sowas ist dann wieder. Nee. Zufällig Feen drin. Nice. Hier vielleicht auch. Yeah.
Wer hat sich denn sowas einfallen lassen? So ein Schwachsinn. Er ist normal Watcher. Nicht. Oh oh. Hallo, Feuerflamme. Hinter dir. Ah. Giant Aquatic Amoeba Morpher. Was wird im Chat nicht angezeigt? Jo. Das Ding macht guten Schaden. Achso. Im Overlay wird werden drei verschiedene Chats angezeigt. Twitch, Hit, nicht Hitbox, sondern Smashcast und YouTube. Links im, also im Overlay selbst, links neben der, neben dem Name ist entweder YouTube-Zeichen, Twitch-Zeichen oder gar kein Zeichen. Und da ist es dann. So ein nerviger Gegner. So, der nervigste Boss mit dem nervigsten Tempel. Ja, dann auch nicht. Wie gesagt, ich brauch keine Macht. Bin auch so glücklich. Okay, jetzt bin ich tot, aber ich habe zum Glück Feen. Nicht tot, nein. Habe ich vom Wassertempel auch erwartet.
Im Endeffekt nichts anderes eigentlich. Wo ist denn jetzt die Kackkugel? Das was mit den... Nein! Ah! Finsternismonster sind mir relativ wurscht. Ach, mit der Attacke kann das Ding mich gar nicht umbringen. Was ist das denn für dämlicher Boss? Kann mich nicht mal töten. Plopp. Heißt, Vorname Karel. Wäre gern für immer du. Hm. Anstrengender Kampf, Linkner. So. Kurzes Gespräch mit Ruto und dann... Ich denke mal, Schattentempel können wir als nächstes machen. Mächtiger als Karel Gott zu sein. Das ist eine gute Frage, ja. Link! I would have expected no less from the man I chose to be my husband. Zora's domain and its people will eventually return to their original state. As a reward, I grant my eternal love to you. Ich hätte lieber die Medaille. Well, that's what I want to say, but I don't think I can offer that now. Hm. I have to guard the Water Temple as the Sage of Water. And you, you're searching for the Princess Zelda? Ha! You can't hide anything from me! Hm. Princess Zelda, she's alive. I can sense it. So don't be discouraged. I can tell that nothing will stop you in your quest for justice and peace. You must take this medallion, take it respectfully. Ha! Noch zwei Geister und Schattentempel. Dann können wir den bösen Ganondorf kaputt machen. Ruto awakens as a sage and adds her power to yours. Yeah! If you see Sheik, please give him my thanks, okay? Okay. Ja, wie? Wenn Link eh nicht labert, geht es schwer. As the water rises, the evil is vanishing from the lake. Link, you did it. Ruto wanted to thank me. I see. We have to return peace to Hyrule for her sake too, don't we? Look at that, Link. Together, you and Princess Ruto destroyed the evil monster. But we together? Die hat überhaupt nichts gemacht. Once again, the lake is filled with pure water. All is as it was here. Bringt mich um nach 10.000. Ja und? Irgendwann sterbe ich so oder so. A snake looked for it 9 years ago. Aufpassen, oben auf dem Baum. Da!
Ah! Okay, so, zwei Sachen. Rote Rüstung, weil die cooler ist. Und Pfeil. Ha! Zauber. Na, mehr. Zauberei. Yeah. Okay, was jetzt? Ja, so bekommt man die Feuerpfeile in Ocarina of Time. Einfach einen Pfeil in die Sonne schießen. Dann tauchen die einfach auf. Hm. Nicht, wenn ich nicht den Knopf drücke. Ja, dann drücke ich halt einfach nicht den Knopf. Nein! Oh. So ein scheiß Rabe. Wo ist der? Gut. Echt so. So. Brauche ich noch irgendwas für den Schattentempel? Irgendwie wird auf der Karte nichts angezeigt. Kein Dings. Kein Punkt, das in Kakariko was ist. Wo kriegt mein Ocarina of Time nochmal die Eispfeile her? Eispfeile. Bei den Gerudos, oder? Ja, stimmt, die komische Festung war in Ocarina of Time. Nee. Nee. Yo, Epona. Perfekt positioniert. Gut. Na.
Hihot. Auf den Po geschlagen. Da habe ich die Pone hierfür gar nicht gebraucht. Wozu ist der Pone überhaupt gut? Ja. War ein bisschen verwirrt. Hatte gerade irgendwie, warum auch immer, gedacht, das wäre in Majora's Mask. Gute Musik. Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Ich darf einen ganz bestimmten Move nicht machen, beziehungsweise mich damit nicht treffen. Nämlich den, wenn sie ihre Dinger, wenn sie ihre Attacke auflädt. Den da. Weil dann bin ich sofort, wenn sie den trifft, bin ich sofort gefangen. Du bist frei. Ups. Nicht schlimm. Shit. Bla bla bla. Ja, komm. Wie gesagt, wenn sie damit trifft, sofort kaputt.
kaputt. Ich möchte mal kurz probieren, ob das... Ja, hier genauso. Okay, hochrollen dann. Aber ansonsten kannst du auch einfach vorbeigehen. Herzteil. Schön. Hops. Kam die von links oder rechts? Rechts. Ist da? Nein. Kollege, komm. Zack, zack, zack. Herr Finanz. Da freut er sich. Okay. Dass sie einfach rausgehen und nicht wieder gefangen werden. Leute. Bei welcher Creepypasta-Kritik hatte ich bisher am meisten Spaß? Escape. Auch wenn Dogscape recht die Kritik dafür recht lang war, hat glaube ich am meisten Spaß gemacht. Ja, ist schon recht lang. Kann natürlich auch sagen, scheiß lang, sehr lang, ziemlich lang. Würde ich den Knopf drücken? Ah ja, würde ich schon machen. Ups. Einer fehlt jetzt nur noch.
Der von vorhin. Wo war der nochmal? Im Moment, der war hier runter und dann durch, glaube ich. Komm. Glaube ich alles sein. Shiro. Ja. I used to think that all men, except for the great Ganondorf, are useless, but now that I've seen you, I don't think so anymore. The exalted Namboru, our leader, put me in charge of this fortress. Namboru is the second in command to the great Ganondorf, king of the Garul of Thieves. Headquarters are in the Spirit Temple, which is at the end of the desert. Say, you must want to become one of us, eh? Alright then, you're in from now on. Take this with it, you will have free access to all areas of the fortress. Yay. Nice. Wie ist eigentlich Tales Story die beste Creepypasta? Ja, weil. Weil, die Grammatik ist perfekt, Rechtschreibung ist perfekt, die Story ist, so originell. Das hast du nirgendwo. Bisher noch nirgendwo gesehen. Insgesamt einfach 10 von 10. Perfekt halt. Das kann man nicht begründen. Das ist einfach Gesetz. Bla bla bla. Ja. Tut mir leid, mein Fehler. 11 von 10 natürlich. Fängt jetzt schon das Piepsen an. Ich habe doch noch fast eine Minute. Tada.
Schwertszene. Ja, das ist die beste Szene. Komm, greif an, Alter. Gut. Was? Ach, den kann ich noch nicht bewegen. Pfeile. Bester Anime-Kampf, definitiv. Nicht Angst, von Salgo ermordet zu werden. Die Frage ist, was kann denn Salgo? Was macht denn Salgo? Keine Ahnung. An sich hab ich nicht unbedingt Angst vor, ne. Route 34 zu Salgo habe ich vielleicht noch nicht gesehen. Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es welche zu Jeff, gibt es zu Slenderman, zu Jeff plus Slenderman, da gibt es die meisten, definitiv. Chain wird es wahrscheinlich ein paar geben. Ich weiß gar nicht. Zu Ben. Ben und Jeff auch sehr beliebt. Sehr beliebt. Ansonsten keine Ahnung. Salgo weiß ich nicht, ob es welche dazu gibt. Werde ich haben. Route 34 zu Rambe. Zu Fidget Spinner. Ja, die sind ja auch, das sind ja auch Memes und sehr bekannt und so weiter. Creepypastas sind da, naja, nicht so.
so extrem. Die haben halt eine, nicht so eine große, in Anführungszeichen, Fanbase wie solche komischen Meme-Sachen. Heia! Mir fehlen die Pegasus-Stiefel. Deswegen wollte ich ja zuerst den Schattentempel machen, aber dann hat das Spiel mir in Kakariko nichts angezeigt. Auf der Karte zumindest. Gehen wir da lang. Chef Slenderman. Ja, die sind so die bekanntesten Dinger. Wie ist das andere Ding? War das 173 oder sowas? Dieses komische Stahl-Beton-Statuen-Ding. Gehst du hier eigentlich auch mit dem komischen? Also man kann durchzielen. Ocarina of Time ging das, glaube ich. Fuck. Na, okay. Geht wahrscheinlich nicht. Das Bild, was er gesehen hat, safe for work. Unten rum. Sieht man schon was. Nicht ganz so. Komme ich noch nicht an die Eispfeile. Wenn der Scheiß nur funktionieren wird. Ich kann ja durchziehen. Das werden sie gepatcht haben. Oder halt nicht gemacht haben. Na, schade. Außer. Moment.
Mal schnell gucken. Okay, es gibt, es geht sogar. Mein Setup war nicht ganz richtig. Yes! So. Ich habe vergessen aufzunehmen. Dreck. Ja, würde ich auch machen. Wir gehen noch durch den Dings durch und ja, gehen auch durch den Dings, durch die Wüste durch. Und Thank you.
es opfern? Was würde ich opfern? Mich, ja. Irgendeine Musik aus der 4. Generation von Pokémon. Habe ich nicht sehr oft gespielt. Los Geist. Zeig mir, wo ich lang muss. Ich weiß nicht warum, aber dieser komische kleine Gegner da, ich bezeichne die immer als Ananas und ich weiß nicht warum. Die sehen nicht mal ansatzweise aus wie eine Ananas. Ich weiß, es gibt in Zelda fliegende Dinge, die sehen aus wie eine Ananas. Geschafft. Schmecken halt so. Oh ja. Anständige Antwort, ja. Besserer Grund wird mir jetzt eh nicht einfallen. Der Menschheit sterben? Nee, dann nicht. Dann natürlich nicht. Mit viel Fantasie. Hm. Magic! Mehr Magie, bitte. Oder die gibt mir so einen komischen Kristall. Nicht unbedingt. Bla 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 bla. Lernen wir noch die Musik, damit ich mich da hierhin teleportieren kann und dann. Was das ist. Wenn ich stehe hier. Schick, wo bist du? Dann stimme ich mal das rein, dann glaube ich mit so einer Labern, oder? Und dann raus und dann ist dann Schick. Past, present, future. The Master Sword is a ship with which you can sail upstream and downstream through time's river. The port for that ship is in the Temple of Time. To restore the Desert Colossus and enter the Spirit Temple, you must travel back through time's flow. Listen to this Requiem of Spirit. This melody will lead a child back to the desert. Aber nur ein Kind. Keine Erwachsenen. Ach Gott.
Eule! Hut! Hut, Hut! You have learned the Requiem of Spirits. Okay. Gut. So. Gut, dann können wir beim nächsten Mal Dings anfangen. Den Spirit Temple. Und dann als letztes Shadow Temple und dann Ganondorf. Turm, Zeug. Wir machen kurze Pause. Nach der Pause dann noch ein bisschen Persona 5. 24 Stunden Stream. Na. Muss nicht sein. An Halloween. Halloween kommt. 24 Stunden Stream. Oder Halloween rum. Moment. Oktober.